herzlich willkommen zu großen Musik mit Singsause Teil 2. Heute wird mal wieder gesungen auf Rocket Beans TV, unser großer Karaoke-Abend, ja, unser Zirkus, unser Freak-Orchester, das mal wieder anstimmt. Wir haben heute wirklich alles dabei. Wir haben professionell einstudierte Songs, wir haben Choreografien, wir haben aber auch Gregor und Wirt dabei. Also es ist für den nötigen Mix gesorgt, aber das kann ich natürlich hier nicht alles alleine machen, denn der Backstage-Bereich ist riesig und ich brauche einen Mann vor Ort, der uns heute durch diesen Karaoke-Abend führen wird und der uns zeigen wird, wer überhaupt dabei ist. Und das ist kein geringerer als Ias. Vielen lieben Dank, lieber Andreas, und auch von mir herzlich willkommen zur großen Mitsingsause live auf rocketbeans.tv. Ich freue mich, denn wir dürfen uns auf Teilnehmer, Sänger, ja, ich möchte sagen Künstler freuen, à la Couleur. Wir dürfen uns auf Darbietung von Christian M. Wolfgang M. Schmidt, oh Gott, das klingt ja super, Wolfgang M. Schmidt freuen, Katjana Gerz, Wirt und Markus, Florentin Will, Marc Lehmann, Lisa und Krillin ist auch noch mit dabei. Das wird unglaublich. Vor jedem Auftritt werde ich mir sie noch mal kurz schnappen und ein kleines Wörtchen reden. Das wird relativ spannend. Ich durfte mir schon die ein oder andere Probe anschauen. Und ich darf schon mal sagen, das wird ein wilder Ritt. Und bevor wir aufs Pferd steigen, will ich aber noch mal ganz kurz die Regeln checken. Was geht hier ab? Die Leute sind hier nicht umsonst, denn sie werden hier um Punkte spielen. Und ja, wie das genau läuft, das sagt euch der liebe Andreas. Völlig korrekt, mein lieber Ias. Also, es gab im Vorfeld die Überlegung, eine Jury zu installieren, aber davon haben wir uns verabschiedet, als klar war, dass alle krank sind. Gar kein Problem, deswegen liegt die Macht wieder in eurer Hand. Ihr könnt abstimmen, ihr könnt am Ende abstimmen, nachdem wir alle Performances gesehen haben, welche euch am besten gefallen hat. Wie das funktioniert? Ganz einfach, entweder bewertet im Chat mit Ausrufezeichen MM. S für die Musik mit Singsause oder ihr macht es euch einfach ein bisschen einfacher. Geht auf die Homepage Rocket Beans TV, loggt euch da ein, dann könnt ihr in unserem Tool direkt mit abstimmen und entscheiden, wer hier der beste Sänger ist oder wen ihr einfach am liebsten mögt. Das macht ihr, wie ihr wollt. Also, ihr könnt voten, aber vorher müssen wir natürlich noch irgendwas... Ach ja, stimmt, wir müssen die Performances sehen. Gar kein Problem. Hashtag Mittensingsause, wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr alles rauslassen wollt. Und Ias, ich frage dich, welches Goldkehlchen holst du denn aus deiner Voliere für den Anfang? Den Anfang macht niemand Geringeres als die Dame, die genau neben mir sitzt, und zwar die gute Lisa. Lisa, hier ist dein Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du machst hier direkt den Anfang, den Auftakt. Auf dir lastet ein riesiger Druck. Allerdings. Bist du denn aufgeregt oder meinst du, dass das hier eine smoothe Nummer für dich wird? Nee, ich bin sehr aufgeregt, zumal ich auch noch eine offene Rechnung mit diesem Song habe. Ich war nämlich mal in einer Karaoke-Bar und habe überhaupt nicht gerafft, wie schwierig der eigentlich ist und stand dann da und war eigentlich so gut wie verloren. Dementsprechend will ich es heute hoffentlich besser machen. Kannst du uns denn sagen, was für einen Song du heute performen wirst? Ja, ich singe Sweet Escape von Gwen Stefani. Und kannst du uns auch ein klein wenig sagen, wie die Proben verlaufen sind? Ist das ein schwieriger Song? Ist das ein Song, den du kennst? Du hast ganz kurz angerissen, dass du schon mal Erfahrungen mit dem Song in Karaoke-Bars gemacht hast. Aber ist das ein Ding, dass das leicht von der Lippe geht oder hast du damit deine Schwierigkeiten? Ich hatte damit meine Schwierigkeiten. Mal sehen, wie es jetzt gleich funktioniert, wenn ich da live bin. Es gab eine sehr schwierige Stelle, die ich lange üben musste. Diese schwierige Stelle hast du natürlich auch thematisiert. Ja. Und zwar in einem kleinen Beitrag, eine Vorstellungsmatz von Lisa mit dem Song Sweet Escape. Sweet Escape, wie die Proben genau aussehen bei Lisa, das schauen wir uns jetzt hier in diesem kleinen Vorstellungsbeitrag an. Hey Leute, cool, dass ihr dabei seid. Ich nehme euch jetzt mal mit zu den Vorbereitungen für die Mitsingsause 2018. Da gab es einiges zu tun. Refrigerator, 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 Refrigerator. 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 Alisa. Refrigerator. 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 Gentlemen, ich bitte für einen kräftigen Applaus für Lisa mit der Performance The Sweet Escape von Gwen Stefani. Refrigerator.
could escape, I would, but first of all let me say I must apologize for acting skank and treating you this way. Cause I've been acting like Salma fell on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place as my own world, and I could be your favorite girl perfectly together. Tell me boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Together, tell me boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt whatsoever. We can make it better. Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Shut the refrigerator, maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place as my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. Tell me boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Mir. Ah. Hallo, direkt von der Bühne. Ein bisschen ein Mix aus, ja, wir haben es schon gehört, aus Beetlejuice und Amy Winehouse, heute zusammen als Gwen Stefani hier. Ja. Wie warst du zufrieden mit deiner Performance? Außer, dass ich mir derbe das Mikro an die Zähne geballert habe. Hast du? Ja. Eben das? Als ich das rausgezogen habe aus dem Mikrofonständer, war es, glaube ich, ganz gut. Du hast vorher lange überlegt, auch outfitmäßig, was ist too much, hast dann die Jacke währenddessen runtergeworfen. Ja, das gehörte zur Performance. Gehörte zwar ja. Teil der Performance. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du uns da so weit hinter die Kulissen führen kannst. Du hast auch einen Blick auf die Runde geworfen. Wie schätzt du deine Chancen heute ein? Das wird richtig, richtig schwierig. Wir haben ja eben schon einmal so ein bisschen Soundcheck gemacht und von allen Leuten eine kleine Kostprobe bekommen. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig harte Competition. Hast du vielleicht einen Vorteil, weil du ja sehr oft auch in Karaoke-Bars anzutreffen bist? Ich glaube, so wurdest du auch eingestellt. Du wurdest da, glaube ich, aufgegabelt. Ist das vielleicht der entscheidende Vorteil heute? Möglicherweise, das kann sein, ja. Ja. Also, danke für diese wunderbare Gerne. Performance. Dankeschön, Lisa. Also, The Sweet Escape von Gwen Stefani. Jemand, der nicht fliehen kann, ist das wandelnde Testbild Ias. Und er hat schon die zweite Performance ready. Und Leute, es wird denkwürdig.
Uiuiuiui, dieser Raum hier ist auf jeden Fall schon sehr, sehr heiß angelaufen nach Lisas Performance. Ihr beide seid als nächstes dran, Markus und Wirt. Hallo erst einmal. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Nochmal ganz kurz, jetzt nach der Performance von Lisa, habt ihr Sorge? Ist der Druck noch größer geworden oder seid ihr euch eurer Performance so sicher, dass ihr meint, das ist ein smoother Move, der jetzt gleich passiert? Ja, wir haben die letzte Stunde durchgesungen. Ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um das allen zu zeigen. Ihr beide seid eine komische Kombo. Man hat euch bisher noch nie zusammen gesehen. Wie kam es dazu, dass Markus und Wirt jetzt hier in der großen Mitsingsause eine Performance hier darbieten? Ja, ich habe ab und zu mal hier bei Game 2 mitgemacht, ne, an einigen Matzen. Und da habe ich gemerkt, ey, zwischen Markus und mir, das ist eine gute Chemie. Also, ja, wir waren schon zusammen öfter vor der Kamera, Ilias. Müsstest vielleicht mal mehr Game 2 gucken. Dann gucke ich mal mehr Game 2. Das wird auf jeden Fall meine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich habe heute meine Hausaufgaben für diese Sendung auf jeden Fall gemacht und habe in den Proben reingeschaut und habe eine Performance von euch beiden gesehen, die, da hat Andreas nicht so wenig versprochen, die denkwürdig ist. Könnt ihr uns noch mal ganz kurz erzählen, was werdet ihr hier performen und wie kam es zu dieser Wahl? Die Wahl hat tatsächlich Wirt getroffen, aber... Nein, die Wahl habe ich nicht getroffen, sondern ich habe dich gefragt, meinte so, ey Markus, hast du Bock auf Karaoke hier bei Rocket Beans TV? Und ich meinte so, er meinte so, ja. Ich dachte so, ey, wie sieht's so mit Lonely Island aus? Ja. Und welches Lied würdest du favorisieren? Ja, Dick in a Box. Das kam einfach so. Und ich dachte so, ey, habe ich gedacht, perfekter Mann. Zufällig wusste er, dass das auch mein Lieblingssong ist. Da konnte ich nicht Nein sagen. So, und jetzt die allerwichtigste Frage. Wer von euch beiden ist Justin Timberlake und wer Andy Samberg? Ich bin Justin. Ich bin Andy. Offensichtlich ist Wirt Andy. Das ist unglaublich. Ich freue mich sehr auf eure Performance. Vorher müssen wir aber noch eine Frage klären. Markus, der hat es eben gerade schon gesagt, er ist jemand, der bei Game 2 mit eingespannt ist. Und wir wissen alle, dass die Leute bei Game 2 unheimlich viel zu tun haben. Es ist quasi ein Wunder, dass Markus hier mit dabei ist. Wir fragen uns alle, wie das genau passiert ist. Mir hat man jetzt zugespielt, dass es einen kleinen Beitrag gibt, der genau diese Geschichte näher erklären wird. Und wie das genau aussieht, das sehen wir uns jetzt an. Love lifts us up where we belong. Where the eagles cry. All the Bravo, Markus, Bravo. Okay. Okay, jetzt kommt die große Performance von Markus und Wirt. Es werden Lyrics eingespielt, damit ihr draußen mitsingen könnt. Jetzt bitte ich aber erst einmal um einen großen Applaus für Wirt und Markus mit der Performance The Lonely Island, Dick in a Box. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we're in together. Such a long, long time. Such a long time. Now I'm ready to lay it on the line. Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. What's on my mind? A gift real special to take off the top. Take a look inside. It's a dick in a box. Dick in a box. Not gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star. Not gonna get you the house on the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. My dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs giving, and I got just the one. Something to show you that you are second to none. To all the fellas out there with ladies to impress, it's easy to do, just follow these steps. One, cut a hole in the box. Two, put your junk in that box. Three, make her open the box. And that's the way you do. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. My dick in a box, girl. Christmas. Dick in a box. Hanukkah.
Dick in the box. Who wants a? A dick in the box. Every single holiday, a dick in the box. Over at your parents' house, a dick in a box. Midday at the grocery store, a dick in a box. Backstage at the CMAs, a dick in a box. Dick in a box. Merry Christmas. Dick in a Box, Justin Timberlake und The Lonely Island. Kommt rüber zu mir, aber behaltet eure Pakete für euch. Kommt ruhig rein, kommt rein ins Viereck. Ja, stellt euch, es wird ein bisschen kuschelig. Komm mal rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ja, so ist gut. Ihr habt sehr große Geschenke dabei. Es gibt so diese Momente, Mondlandung, Kennedy Assassination, wobei ich nicht weiß, was tragischer ist. Und dieser Moment, wo jeder weiß, danke, wo er zu danke. Dem Zeitpunkt ja, war. Es sieht ein bisschen aus, als würde ich gerade mit dem Rush Hour 6 Cast irgendwie in ja. Presse-Junket führen. Oh, das wäre ein Traum von mir. Wie? Mann, wow. Ich wollte schon immer Chris Tucker sein. Und ich Jackie Chan. Geil. Wow. Okay, ihr habt euch gefunden. Wie einfach war es zu entscheiden, wer Justin Timberlake ist? Es war recht schwierig. Also ich bin erst gestern zu Game 2 gegangen. Und da haben wir erstmal entscheiden müssen, okay, wir proben erstmal beide. Und Miri darf entscheiden, wer die bessere, höhere oder tiefe Stimme hat. Und stellte sich heraus, Markus hat die bessere, höhere Stimme und ich habe die bessere, tiefere Stimme. Bei so einer hohen Stimme ist immer das Ding klar, man geht all in mit so einer Stimme. Aber du hast auch eine gewisse Sicherheit in dieser Stimme gezeigt. Sind das die hohen weiblichen Schreie, die du sonst in Game 2-Einspielern ausstößt? Oder ja, was war das? Ja, ich bin leider etwas geübt im Schreien. Was heißt leider? Ich schreie sehr oft. Und das macht meine Stimme schön zart und laut. Wie seid ihr zufrieden mit der Performance? Ja, wir sind sehr zufrieden, also, ne? Also, ja. Oder? Ja. Ja. Also, hat sich gut angefühlt, ja. Der beste Run, den wir hatten. Ja. Sehr gut. Also, over at the, was, CMAs? Over at the CMAs, a dick in Backstage, a box. Backstage, at the CMAs, a dick in a box. Okay, das sehen wir bestimmt nochmal als Meme auf deinem Twitter, weiß ich jetzt schon. Mit allen verlinkt, die jetzt im Hintergrund nur unscharf zu sehen sind. Egal, wir müssen uns erstmal ein bisschen abduschen oder hier fab, was auch immer der Chat bevorzugt. Dann sehen wir uns gleich wieder nach diesen zwei Performances und es geht noch weiter. Es wird vielleicht noch besser, vielleicht aber auch nicht. Gleich bei der großen Musik-Mitsing-Sause. Bis gleich.
Ja, wir machen jetzt eure Kaka wegmachen hier. Ist das annähernd zufriedenstellend? Nein. Nein? Kratz mal mit der Schaufel alles noch mal so ein bisschen zusammen. Zurück zur großen Musik mit Singsause. Hashtag ist mit Singsause. Ganz richtig. Wir haben schon zwei Performances gesehen. Wir haben wirklich eine Fremdscham-Performance vom Feinsten gesehen. Danach wird und Markus, die das Ganze wieder ein bisschen auf die gute Seite zurückgebracht haben. Also Lisa schon mit The Sweet Escape und Dick in a Box von Wirt und Markus. Und wenn ich hier mal schaue, was ich an Informationen über die nächste Performance habe, dann sehe ich, oh! Ich muss Ias fragen, was passiert denn jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, Andreas. Und für diese Frage habe ich den nächsten Teilnehmer, und zwar Katjana Gerz. Hallo. Hallo, liebe Katjana. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es eigentlich, weißt du, die meisten Leute hier bei Rocket Beans, die kennen mich als lustige, fröhliche, jippelige, springende, sexy Person, aber eigentlich tief im Inneren geht's mir meistens auch nicht so gut. Deswegen geht's mir... Entschuldigung. Mir geht's gut. Das ist selber? Das ist relativ interessant. Ich habe dich ein klein wenig beobachtet hier, während die anderen performt haben. Mhm. Und du hast eine relativ steinige Miene gehabt. Du hast alles sehr skeptisch beobachtet. Mhm. Du warst nicht in einem fröhlichen Mood, ja, sondern hast vielmehr alles observiert und sehr skeptisch beobachtet. Wie kommt das dazu? Ist das der Druck? Ist das vielmehr, wie kann ich die anderen ausspielen? Was steckt hinter der Person Katjana Gerz? Na, ich glaube, da ist sehr viel Druck momentan. Auch, also ich werde das Lied Bang Bang singen. Das ist in meiner Familie wurde das immer von Generation zu Generation weitergesungen, weil das sehr viel mit uns zu tun hat. Wir wurden ganz oft verlassen und es ist sehr, sehr traurig. Und ich will dieses Plattform benutzen, um diese Message rüberzubringen. Wow, wow. Das sind unfassbar unglückliche Menschen da draußen gibt. Das sind große, so starke Worte, Katjana. Ich würde dich sehr gerne bitten, nimm die Bühne. Jetzt. Bitte geh zur Bühne, mach sie zu deinem Feld, mach sie zu deinem Zuhause, okay, und gebe uns eine Darbietung, die ihresgleichen sucht. Katjana Gerz, meine Damen und Herren, was können wir von dieser Performance erwarten? Ich weiß es natürlich nicht. Das wird sie uns gleich erzählen. Wird sie den Druck standhalten? Wird sie eine neue Performance bieten, die wir bisher so noch nicht gesehen haben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Katjana Gerz mit der Performance Nancy Sinatra. Bang, bang. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why.
Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Weißt du, Tatjana, ich weiß, ich musste einfach dieses Lied singen über uns. Du hast doch den Look von meiner Ex-Frau, muss ich gerade sagen. Weißt du, bei solchen Songs, Tatjana, du weißt, ich schätze dich als Künstlerin auch. Warum das nicht einfach mal diesen Song konterkarieren? Warum nicht, weiß ich nicht, einen Morphsuit anziehen? Weißt du, schwebender Kopf, die Nummer. Hast du daran nie gedacht? Das mal komplett anders aufzuziehen? Gar nicht. Also das ist mir, also wie gesagt, dieses Lied bedeutet mir so viel und da würde ich das nie versuchen, irgendwie anders zu machen als genau das, was es war. Eine Hymne an Beziehungen mit dir und anderen. Also nie die Idee gehabt, dass man ein bisschen Comedy, ein bisschen peppig, dass die Leute sagen, pff, ein ernster Song, aber witzig gemacht? Nee, gar nicht? Hättest du das gut gefunden? Ja, muss ich sagen, weil so fand ich es ein bisschen, naja. Aber genau so wollte ich es ja haben. Ja, nee, es war natürlich stark, dass du diese Seite mit uns geteilt hast, diese Emotionen geteilt hast. Denn ich glaube, diese Verletzung, die kann jeder da draußen nachempfinden. Jeder wurde schon mal verlassen, die meisten wurden schon mal niedergeschossen, wissen also ganz genau, wie sich das anfühlt, falls 50 Cent zuschaut zumindest. Tatjana, bist du zufrieden mit deiner Performance? Hast du das Gefühl, du hattest genau die Emotionen getroffen, die du treffen wolltest? Ich muss ganz ehrlich sein, ich kann mich an den Moment erinnern und jetzt wieder hier. Also für mich ist da, die Künstlerin ist rausgekommen, das war von der Schmerz meiner Mutter, meiner Oma, unseren Vorfahren, das ist rausgekommen. Also ich weiß gar nicht, da hat nichts mit Tatjana zu tun. Also das ist nicht Tatjana gewesen. Viel Rücken, Gliederschmerzen haben wir da gesehen in der Performance. Ja. Danke Tatjana, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast. Auf jeden Fall. Dankeschön. Immer, nie wieder gerne. Danke Tatjana. Und nach dieser Performance kommen wir zu einem ganz besonderen Duett, das vielleicht nach dieser Tragik nun ja, zu einem etwas erschwinglicheren Song wechseln wird. Ein Duett, das aus zwei Personen besteht, die eher für Wortkargheit stehen. Aber vielleicht singen sie ja heute ihre Seele raus. Elias, wen hast du für uns im Backstage-Bereich? Kargheit oder Leidenschaft? Florentin Will und Marc Lehmann. Eine Kombination, die man auch so relativ selten sieht. Aber auf dem Papier lässt sie sehr viel versprechen. Florentin, wie geht es dir? Wie bewertest du jetzt aktuell den Abend und vor allem die Konkurrenz? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf den Auftritt. Es war schon lange ein Wunsch von mir, diesen Song zu singen. Und ich habe immer nach der perfekten Person gesucht, mit der ich das machen kann. Also fast jede Person, der ich gegenüber trete, klopfe ich ab, ist es der perfekte Partner für mich. Und Marc Lehmann, du hast recht, eher still, aber manchmal, wenn er in seinem Laptop versinkt und sich konzentriert, dann summt er und dann kommt da eine ganz reine, natürliche Musikalität raus. Und genau danach habe ich gesucht und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mir dieses Lied zu singen und habe gemerkt, dass er wesentlich besser singen kann als ich und wesentlich musikalischer ist. Und letzten Endes musste er mir alles vorsingen und das haben wir dann irgendwann hingekriegt. Aber was macht ein Marc Lehmann aus? Warum ist Marc Lehmann der perfekte Partner für einen Florentin Will für diesen bestimmten Song? Ja, ich denke schon. Vielen, vielen Dank. Könnt ihr uns noch mal ganz kurz sagen, was performt ihr hier? Was können wir von euch heute erwarten? Was für Leidenschaft, was für Emotionen können wir in dieser Performance heute hoffentlich ablesen? Ja, wir singen den Song Man or Muppet aus dem letzten Muppet-Film. Der Song hat auch einen Oscar gewonnen für den besten Song in einem Film. Von Brad McKenzie hat den gemacht. Den kennt man vielleicht von Flight of the Conchords. Und es geht um innere Zerrissenheit, es geht um die Identitätsfrage, wer bin ich eigentlich?
Und die werden wir uns jetzt auf der Bühne stellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Florentin, Marc, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg. Das ist eure Bühne. Florentin und Marc haben beide keine Mats, so wie Katjana Gerz, aber das sind Performer, das sind Performance-Künstler. Sie brauchen keine Vorstellungsmats und das werden sie euch jetzt hier hautnah beweisen. Marc Lehmann, Florentin Will mit der Performance Man or Muppet. On my reflection, and I ask myself the question, what's the right direction to go? Am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet. Am I a Muppet, or am I a man? Am I a man? If I'm a man, that makes me a Muppet of a man. A Muppet of a man. I look into these eyes, and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet. Very manly Muppet. Am I a Muppet or am I a man? Am I a man? If I'm a man, that makes me a Muppet of a man. Muppet of a man. Here I go again, I'm always running out of time. I think I made up my mind. Now I understand who I am. I'm a man. Of a man, I'm a very manly Muppet. I'm a Muppet man. Remix. Am I a man or a Muppet? Florentin, Marc. Ich glaube, haben wir Wasser? Jungs, man sagt immer, in dem Moment, in dem ein Mensch singt, sieht man das Tiefste seiner Seele. Das ist ein Zitat von Fisch aus Gotham Staffel 1. Haben wir heute eure beiden Seelen gesehen? Ich glaube, wir haben vor allem nicht zwei Seelen gesehen, sondern eine, die gemeinsam gesungen hat durch zwei Körper. Und es hat sich sehr gut angefühlt. Seid ihr ein Stück weit eins geworden? Ja, ich denke schon. Sorry, es ist jetzt so. Hey. Okay, du hast Schaden. Ja, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Ey, wenn wir Freunde wären. Okay. Jungs, Man or Muppet, warum dieser Song? Ich denke, das ist eine Frage, mit der wir uns alle beschäftigen. Was bin ich eigentlich im tiefsten Inneren? Und am Ende haben wir eine Antwort gefunden und es zu einem, ich sag mal, sehr Rocket Beans-esken Version hier heute. Nur weil die Technik nicht funktioniert und, oder wie? Das ist das gewisse Etwas, das manchmal sein muss und ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auf alle weiteren Performances. Marc, können wir in Zukunft noch mit längeren Wortbeiträgen von dir rechnen? Mit Sicherheit. Danke, Jungs, für diese wunderbare Performance.
Marc Lehmann, Florentin Will. Wir sind heute schon in der Achterbahn der Gefühle gefahren, haben noch ein Ticket gelöst und sagen, ja, wir nehmen noch eine Runde. Wir haben nämlich noch großartige Künstler im Portfolio, die gleich zu ihrer Performance schreiten werden. Für euch nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich mitsingen, auch wenn es euch vielleicht die Tränen in die Augen treibt. Singt mit, singt euch den Frust von der Seele, denn dazu ist diese Musik Mitsingsause ganz gewiss da. Hashtag Mitsingsause. Wir sammeln uns hier alle in kleineren Gesprächsgruppen und verarbeiten das eben Gehörte. Und dann sind wir hier gleich zurück nach der Werbung. Bis gleich. Naja, oder jemand denkt so richtig um die Ecke, ne? Und dann hat der wiederum richtig Pech gehabt. Aber ich denke schon, dass es sehr eindeutig ist. Der Typ ist blind! Richtig dumm. Mitgegangen, du hast mich jetzt gerade voll beeinflusst. Die große Musik mit Singsaus. Hi! Herzlich willkommen zurück zur großen Musik mit Singsause hier live auf Rocket Beans TV, live only.
Das wird es nicht als VOD geben. Das ist nur live. Ihr müsst also warten, bis ein Fan das illegal hochlädt. Das dauert aber noch. Das kann eine Woche dauern, vielleicht zwei. Wir werden auf jeden Fall rechtlich nicht dagegen vorgehen, denn uns sind die Hände gebunden. Egal. Herzlich willkommen zurück. Hashtag MitSingSause, wenn ihr interagieren wollt und uns unsere, eure Meinung sagen wollt. Sehr gerne. Wir haben heute schon einige... ja, tiefschürfende Performances gesehen, locker flockig, war gestern, denn wir wurden heute wirklich an den Rand unserer ja, emotionalen Stabilität gebracht, möchte ich sagen. Deswegen für mich wichtig, auch mal wieder Backstage zu gehen, die Performances einordnen zu lassen und das kann nur Ilias. Vielen Dank, Andreas. Der Abend nimmt seinen Lauf. Der ein oder andere hat hier schon performt. Die ein oder anderen müssen noch performen. Ich will hier ganz kurz mal den Tenor abchecken und gucken, was hier so läuft. Und zwar nehme ich hier einfach mal das Mikro und nehme direkt jemanden, der noch gar nicht heute zu Wort gekommen ist. Und zwar ist das ein Kämpfer. Ein Kämpfer, der heute um euer Herz kämpfen möchte. Er hat eine Glatze. Er heißt Gregor oder hört auf den Namen Krillin. Hallo Gregor, hier ist dein Mikrofon. Hallo, guten Tag. Warum denn jetzt schon? Du konntest bisher dir die Performances alle anschauen. Ja. Deine Performance kommt erst im Laufe des Abends. Jetzt ist die Frage, wie bewertest du den Abend aktuell? Glaubst du, dass das eine, dass du eine Performance gesehen hast, die dir konkurrieren kann? Hast du mittlerweile, spürst du mittlerweile schon diesen Druck, der dich ein klein wenig zittern lässt? Ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung, dass ich relativ spät ganz am Ende antreten darf, denn bei diesen Hammer-Performances, die wir heute gesehen haben, wird es natürlich schwer, dagegen anzukommen. Das nennt man übrigens beschwichtigen, bevor ich gleich komplett versage, damit ich mich einigermaßen besser fühle. Wollen wir das Gespräch vorwegnehmen, was wir nachher haben, sonst haue ich jetzt alle meine Sachen raus. Ich will erst einmal nur wissen, was du von den, was du von den Performances bisher hältst und was du dir für den Abend versprochen hast. Es ist wunderbar einfallsreich, muss ich sagen. Der letzte Karaoke-Abend, den ich hatte, der war in Japan tatsächlich. Mhm. Ein feuchtfröhlicher 7-8-Stunden-Abend mit Karaoke und da habe ich schon die Untiefen gesehen, die man erreichen kann. Das ist hier das komplette Gegenteil. Höher als hier habe ich es noch nie gehabt bei einer Karaoke-Veranstaltung. Fantastisch. Gregor, ich nehme das Mikrofon wieder ab. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für später. Ich gebe das Mikrofon weiter an die liebe Lisa. Sie hat hier nämlich den Auftakt gemacht und kann jetzt schön laid back hier sich die Sendung anschauen und gucken, was die anderen so zu bieten haben. Lisa, sage mir doch bitte, was hast du von diesem Abend bisher mitgenommen? Was hast du von den Performances bisher so gehalten? Wie ist deine Meinung? Also erstmal, du hast absolut recht, es ist sehr entspannt, als erstes dran gewesen zu sein und dann hier nur noch zu sitzen. Ansonsten wahnsinnig viele Emotionen. Also ich muss wirklich sagen, es hat mich auf verschiedenen Ebenen jeweils berührt. Ich war ganz angetan von den beiden. Wirt und Markus. Aber genauso war natürlich Katjanas sehr, sehr persönliche Darstellung auch etwas, was richtig ans Herz gegangen ist. Und nicht zuletzt, als dann Marc und Florentin eben noch zweistimmig gesungen haben, ist es mir eigentlich fast ganz aus dem Gesicht gefallen. Also die Tränen, die die beiden in den Augen hatten, hatte ich in meinem Herzen. Wow, vielen, vielen Dank. Gib das Mikro gerne weiter an Markus. Markus, du kennst den Alltag nur von Game 2. Vollgepackt mit Arbeit. Du siehst das Tageslicht im Grunde nicht. Das ist das erste Mal, dass du wieder Freilauf bekommst. Genießt du es? Ist das ein Abend, wo du ein bisschen dich entspannen kannst und hier gute Musik genießen kannst oder denkst du schon wieder an die Arbeit? Nein, das ist das erste Mal, dass ich wieder lachen kann. Seit Wochen. Danke. Danke an euch, dass ihr mir diesen Abend möglich macht. Nein, es hat Spaß gemacht. Und cool, dass wir als zweites dran sein durften. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, nach dir zu kommen. Das war eine grandiose Performance. Aber ich bin froh, jetzt das hinter uns gebracht zu haben. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und auf die letzten zwei Sänger gespannt sein. Sehr gut. Gib das Mikro gerne weiter an Wir. Du hast nämlich in der Werbepause gesagt, dass du hoffst, dass das deine Mutter niemals sehen wird. Ist das eine Floskel, die du so gerade eben rausgehauen hast? Oder willst du insgeheim, dass das deine Mutter sich das anschaut? Um Himmels Willen. Madenkoi. Wie seid ihr? Bist du denn zufrieden mit eurer Performance? Du hast ja in der Werbepause gesagt, dass du, oder auch im Gespräch mit Andreas, dass ihr euch die Rollen ganz klar gegeben habt, wer die hohen Stimmen singt, wer die niedrigen Stimmen singt. Bist du letzten Endes mit der Performance zufrieden, die ihr hier dargeboten habt? Ich bin sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass wir 2 Stunden vor der Show angefangen haben zu proben. War das eigentlich schon sehr, sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Besser darf es nicht sein, sonst hat Andreas auch schon gesagt, dann ist es, nee, wer guckt sich dann das noch an? Alles klar, dann nehme ich dir das Mikrofon einfach mal ab.
Und komme zu meinem letzten Gesprächspartner für diese Session zumindest, Marc Lehmann. Viele Leute fordern, dass du eine haargenaue Interpretation eures Songs nochmal in einem Moin Moin oder ähnliches nochmal darbietest. Sie wollen mehr von diesem Herzenssong hören. Sie wollen mehr Leidenschaft. Sie wollen mehr Emotion. Werden sie mehr von Marc Lehmann bekommen? Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dieser Moment, der war einzigartig. Ich glaube nicht, dass wir das jemals so reproduzieren können, selbst wenn wir wollten. Weil da einfach mehr drin steckte als pures Handwerk oder einfach nur Musikalität als solches. Ich glaube, dieser Moment, das wird dieser Moment bleiben, der nach diesem Moment hier auch verloren geht, bis zum Applaut des Fans, den Andreas eben angesprochen hat. Ja, genau. Wow, vielen, vielen Dank. Mehr als 3 Worte von Marc Lehmann. Drückt auf Record, speichert's auf eurem Desktop. So schnell gibt's das nicht nur hier in der großen Mitsingsauce auf Rocket Beans TV. Zurück zu Andreas. Da sieht man, Ias, einfach trainierter Journalist, holt einen langen O-Ton aus Marc Lehmann raus. Vielleicht mal eine Runde Applaus auch immer für Ias, der da Backstage. Fernab von mir, ich kann leider nicht richtig sehen und hören, was Backstage vor sich geht, aber die Leitung steht und ab und an kriege ich da mal ein bisschen was mit. Kommen wir nun nach einem kurzen Hinweis für euch, nämlich ihr könnt voten, vergesst das nicht. Ihr entscheidet am Ende, wer gewinnt, wer hier heute die beste Performance hatte. Natürlich, da werden sich die Komplimente von links nach rechts zugeschoben, aber am Ende des Tages werden 5 Leute verlieren. Und einer wird gewinnen und wir werden zusammen noch vielleicht ein bisschen trinken. Dazu könnt ihr einfach auf die Homepage gehen, rocketbeans.tv, euch anmelden und dann einfach hier mit der Tastatur, habt ihr noch Touchpads? Keine Ahnung. Da könnt ihr euch einfach beteiligen, abstimmen für euren Kandidaten oder ihr macht das Ganze im Chat, Ausrufezeichen MMS und das Ganze wird geöffnet nach der letzten Performance. Aber wir haben noch 2 absolute Highlights vor uns. Ihr habt es eben schon gesehen, Wolfgang M. Schmidt, fälschlich oft als Christian M. Schmidt bezeichnet, wird heute hier auch sein Gesangsdebüt auf dem Sender geben. Was er genau geplant hat, das sagt euch mein Mann Ias. Vielen Dank, Andreas. Und du hast nicht zu viel versprochen, ein absolutes Highlight. Wolfgang M. Schmidt sitzt hier neben mir und wird mir endlich erzählen, was wir heute von ihm erwarten können. Wolfgang M. Schmidt ist ein Mann von Kultur. Und da ist meine Frage, wie zum Teufel verschlägt es dich hier in so einer kleinen, unbeschaulichen Sendung wie der großen Mitsingsause auf Rocket Beans TV? Um ganz offen zu sein, ich habe mich selten über eine Anfrage so sehr gefreut, weil es kam, ich soll bei der Mitsingsause mitmachen. Ich war sofort begeistert und dann war natürlich die Qual der Wahl, welchen Song man auswählen kann. Und mir war es wichtig, etwas nahezubringen, was mir viel bedeutet. Da ist einmal die klassische Musik, die bin ich aber nicht in der Lage zu singen. Wagner, Opern oder so kann ich hier leider nicht intonieren. Und da gibt es aber noch eine andere, vielleicht etwas dunkle Leidenschaft, den Schlager. Wow. Und den, dachte ich, muss ich hier präsentieren, weil ich finde, der Schlager ist in unserer Gesellschaft immer noch, auch wenn er so langsam einen Boom erlebt, immer noch ein Stiefkind, wird stiefkindlich behandelt, stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, es ist an der Zeit zu zeigen, dass der deutsche Schlager was ganz Großartiges ist. Das ist eine sehr interessante Wahl, lieber Wolfgang. Hier in den Redaktionsräumen hieß es auch lange, der Wolfgang, der kommt so mit Mitsingsause und er will eventuell Sexbomb hier vortragen. Deswegen haben wir uns alle ein klein wenig überrascht gefühlt, als es dann hieß, okay, er macht dann doch Schlager. Ja, ich dachte mir, der Schlager ist erstmal wichtiger, dass er hier auch Gehör findet. Mhm. Ja, er ist unterrepräsentiert, sträflich unterrepräsentiert, möchte ich sagen. Und der Schlager ist einfach auch unterschätzt. Also gerade der Schlager der 60er, 70er Jahre in Deutschland war kompositorisch hervorragend. Grandiose Texte, wunderbare Sänger, extrem multikulturell. Also die Hitparade war multikultureller, als es die Grünen jemals sein werden. Ja, das war fantastisch immer. Und man kann das ja auch alles bei YouTube sehen und bewundern. Wobei ich sagen muss, das, was ich ja heute singe, ist natürlich auch ein Schlager. Aber Udo Jürgens, da muss man tautologisch werden, ist Udo Jürgens. Also das ist nochmal was ganz Eigenes. Da kommen wir zu deiner Performance. Nenn uns doch bitte, was du genau performen wirst und wie es zu dieser Wahl kommt. Ich werde einen der bekanntesten Titel von Udo Jürgens singen. Ich war noch niemals in New York.
Das ist ein wunderbarer Titel, geschrieben, den Text hat Michael Kunze. Und das ist ein Text, den man mitgrölen kann, über den man aber auch sinnieren kann, welche Bedeutung er hat. Und er hat eine Bedeutung. Das ist ja interessant. Es gibt einmal diesen, nennen wir ihn, sozialkritischen Udo Jürgens. Und es gibt den hymnischen Udo Jürgens, ja, der einfach nur das Leben feiert oder uns irgendwelche Botschaften auf den Weg gibt, die so richtig wie auch falsch sind. Aber das Interessante sind wirklich diese leicht sozialkritischen Texte und Lieder, und das ist eben, ich war noch niemals in New York oder griechischer Wein, ein ehrenwertes Haus, und es ist einfach sehr besonders, dieses Lied, und es passt zu mir auch, weil ich noch niemals in New York war, noch niemals in San Francisco und noch niemals auf Hawaii, und ich habe Schlager auch immer als eine Art Gegenkultur wahrgenommen. Wenn man jung ist, dann will man sich ja absetzen von den Erwachsenen. Aber wenn die Erwachsenen eh schon alle auch Rock hören und so, was macht man dann eigentlich? Ja gut, dann kann man Hip-Hop hören oder so. Aber man will sich ja eigentlich auch von der eigenen Generation absetzen. Und der Schlager war so ein Punkt, das wollte niemand. Und das ist im Prinzip die absolute Gegenkultur gewesen. Dann nimmst du tatsächlich auch schon was vorweg. Denn Wolfgang M. Schmidt wäre nicht Wolfgang M. Schmidt, wenn er nicht mit einem Bildungsauftrag hier rankommt. Er will euch nämlich einen kleinen Exkurs in den Schlager geben. Was es genau damit auf sich hat, das seht ihr in diesem Beitrag. Der Schlager ist gemeinhin eine Musikrichtung, die man etwas despektierlich betrachtet. Naja, das ist doch alles Kitsch, wird man sagen. Aber das Interessante am Schlager sind ja nicht nur diese beinahe ewigen Melodien. Das Interessante am Schlager ist auch, dass er immer ein Körnchen Wahrheit enthält. So zum Beispiel, wenn der Schlager davon handelt, dass da einer einmal ausbrechen möchte, dass er einmal die Konventionen, die Regeln, den Alltag verlassen möchte. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen, das kann ich mit keinem anderen. Das singt Helene Fischer, aber dieses Bild von der zerrissenen Jeans, das ist nicht von Helene Fischer, das geht zurück auf den Hit »Ich war noch niemals in New York« von Udo Jürgens. In diesem Titel zieht ein Mann die Wohnungstür hinter sich zu, geht durch ein Treppenhaus, das nach Bonawachs und Spießigkeit riecht, und er träumt davon, einmal durch San Francisco in zerrissenen Jeans zu gehen. Da ist das Fernweh drin, da ist eben dieser Ausbruch drin, der Ausbruch, der so stark ist, dass es quasi die Hose zerreißt, dass man sich nicht mehr um Konventionen stört. Aber zur Wahrheit des Schlagers und zu diesem Lied ganz speziell gehört auch, dass man am Ende doch wieder hinaufgeht ins Treppenhaus, das nach Bonawachs und Spießigkeit riecht. Das ist das Konventionelle, das Konservative am Schlager. Und dennoch bleibt da dieses utopische Moment, dass man einmal ausbrechen möchte, einmal diese Fantasie, ein anderer zu sein. Und genau das ist es, was den Schlager bis heute so lebendig macht und was auch seine Existenz eigentlich vollkommen legitimiert, diese Sehnsucht einmal in 3-4 Minuten zu artikulieren. Oh. Vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Das ist deine Bühne. Gib mir bitte einen kräftigen Applaus. Singt zu Hause bitte mit für Wolfgang M. Schmidt, Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
Als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Im Pass die Euro-Schecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen, dort am Eck. Oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Steckte er die Zigaretten ein, ging wie Selbstverständlichkeit durchs Treppenhaus mit Bonabachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Die Mitsingsause geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? In New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. La 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 la. Vielen Dank. Komm zu mir, ich war noch niemals in New York. Wolfgang, wir hatten da leichte technische Probleme mit dem Computer. Du hast dich davon immer aber... Immer wieder, um zu demonstrieren, dass es wirklich live ist. Genau. Und das brecht ja kurz die Musik, genau. Und dann wieder einzusetzen. Genau, ja, nur um zu sehen, ob du wirklich textsicher bist. Ja, ja. Wir wissen ja, du bist ja auch bekannt für deine philosophischen Zitate. Nun haben wir, ich war noch niemals in New York, Marmorstein und Eisen bricht, hier fliegen bald die Löcher aus dem Käse. Ist Schlager... das, was musikalisch der Philosophie am nächsten kommt? In gewisser Weise schon, ja. Weil der Schlager tatsächlich Wahrheiten ausspricht, die manchmal einen philosophischen Anschein haben und manchmal sind sie aber dann doch nur Wortgeklingel. Mhm. Ja? Und es ist ganz interessant, gerade bei Udo Jürgens ist es schwer zu unterscheiden. Ich würde aber sagen, ich war noch niemals in New York, ist wirklich ein wirklich hervorragender Titel, der ein Milieu so genau beschreibt, das damals absolute Gültigkeit hatte. Heute kann man sich natürlich fragen, fast alle Leute waren schon in New York und viele vergessen auch. Viele vergessen aber auch, wenn sie die Zigaretten holen, doch nochmal zurückzukommen. Ja? Also das ist vielleicht heute eher ein gesellschaftliches Problem. Ja? So kehrt sich das um, so ändern sich die Zeiten. Ja. Aber Udo Jürgens bleibt. Trotzdem, ein Wolfgang M. Schmidt in zerrissenen Jeans kann ich mir einfach nicht in San Francisco vorstellen. Ja, ich habe ja noch nicht mal Jeans, die ganz sind. Ja. Aber ja. Ich soll es mal ausprobieren. Solltest du. Du hast ja natürlich mit Udo Jürgens auch nur wirklich den Grand Seigneur des Schlagers ausgewählt. Zufall?
Zufall nicht, weil ich ihn unglaublich schätze. Mhm. Und weil Udo Jürgens über Jahrzehnte hinweg wirklich gute Hits produziert hat, weil er ein großer Entertainer war. Mhm. Und ich auch immer mir ein rotes Einstecktuch mal kaufen wollte. Und das war ein guter Anlass. Ja. Was ich ein bisschen bedauere, was den Auftritt in gewisser Weise ein bisschen an Perfektion nimmt, ist, dass mein Sakko kein rotes Innenfutter hat. Das war das Markenzeichen von Udo Jürgens. Ich konnte keins auftreiben. Ja. Okay, das wird den Chat wahrscheinlich beeinflussen, muss ich so sagen, bei der Abstimmung. Ja. Letzte Frage noch. Wolfgang, du warst heute mal in einem komplett anderen Element zu sehen, als wir das sonst von dir gewohnt sind. Das ist so, wie wenn Daniel Schröckert bei Lab rumkriecht. Da freut man sich auch. Ach, guck mal, der macht mal was anderes, außer über Filme labern. Wie ist es bei dir, Wolfgang? Fühlte sich das trotzdem gut an? Fühltest du dich wohl? Oder war es schon so, oh, okay, jetzt bin ich hier mal auf einem etwas anderen Parkett? Man ist etwas angespannter. Auch die erfahrenen Kollegen hier, da merkt man, es ist ein bisschen mehr Unruhe, als wenn man in den Talk reingeht. Aber eine sehr schöne Anspannung, weil es ist wunderbar, dass man zusammen singt. Also es ist großartig. Ja, dafür sind wir hier, denn wo man singt, da lass dich nieder. Und du darfst dich jetzt auch niederlassen. Dankeschön, Wolfgang, für diese Performance. Was haben wir heute schon für ein Potpourri gehabt hier? Aber vom Schlager geht es jetzt vielleicht zum Schläger. Mit Krelin haben wir schon gesehen, wir haben Gregors Outfit schon gesehen. Oder ist es alles nur eine Verarsche und macht er in Wahrheit irgendwie einen Stephen Avery-Song mit der Jail-Uniform? Ias, klär uns bitte mal auf. Ich werde mein Bestes geben, Andreas. Ich habe Krillin an meiner Seite. Er hat sich das Mikrofon geschnappt. Wir haben ganz kurz miteinander geredet. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Wir wollen über deinen Song sprechen. Krillin, sag uns doch. Es ist leicht vermessen, dass ich gleich gesetzt werde mit Krillin. Liegt's an den Haaren? Bist du ein Hassist? Du hast mir vor der Sendung gesagt, ich bin Krillin. Okay, dann hast du recht. Dann haben wir das schon mal geklärt. Bitte erzähl uns auch von deiner Performance. Wir wissen, du bist im Dragon Ball-Universum angesiedelt. Was werden wir genau von dir im Dragon Ball-Universum hören und warum ausgerechnet Dragon Ball? Ja, ich habe mir durch den Kopf gehen lassen, was können wir denn bei der Mitsing-Sause hier performen. Ich habe gedacht, etwas Deutsches wäre mal ganz nett. Leider bin ich nicht der Einzige, der Deutsch performt, aber dafür haben wir ein sehr schönes Lied gerade gehört. Also ist da zumindest mal ein kleiner Vorteil. Dafür habe ich was genommen, wo ich immer merke, dass Leute immer sofort geeint sind. Wenn man sich hört, zumindest aus einer gewissen Generation sind, nämlich die Anime-Intros. Na, stimm jemand Pokémon an, komm wir dann und singt mit. Ja, stimmt irgendwas anderes an, kommen wir an und singen. Ist jedes Mal so und ich wollte mir speziell was aus Dragon Ball aussuchen, weil ich finde, Dragon Ball hat ein paar sehr schöne Intros, gerade auf Deutsch. Und da war die Wahl, entweder das Lied, was ich heute performen werde, oder das andere große Dragon Ball Titellied, welches es wird? Nein, nicht Chala Hedschala. Du wirst unbesiegbar sein, singe ich gleich aber. Finde deine 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Ja, fast genau. Ne? Aber dann habe ich gesagt, lass doch lieber Du wirst unbesiegbar sein singen, weil das hat Energie, das hat Power, das macht Spaß beim Singen und ich bin unglaublich nervös. Hat denn irgendjemand hier eine Ahnung, wovon Krillin hier gerade spricht? Kennt ihr den Song? Wolfgang hat mir gerade zugeflüstert, er kennt ihn überhaupt nicht. Willst du mal Wolfgang ganz kurz... Das mag aber einfach daran liegen, dass ich die Sendung auch gar nicht kenne. Du kennst Dragon Ball nicht? Nein. Oh, Wolfgang. Weil ich bei YouTube entweder Peter Alexander Shows von früher gucke, in denen dann Udo Jürgens auftritt, oder heute auch, ich traue es mich zu sagen, durchaus mal Florian Silbereisen. Wenn Mireille Mathieu da ist, aber ich will jetzt da nicht. Oh je, Mene, da gehen wir nicht in die Tiefe. Wird, nochmal ganz kurz. Wie kam es dazu, dass du nicht mit Krillin hier ganz groß aufhörst? Denn ich weiß ganz genau, dass du jemand bist, der auch bei solchen Songs direkt an erster Stelle mit dabei ist. Ich dachte tatsächlich erstmal, dass Gregor irgendwas von Bryan Adams singt oder den Pet Shop Boys oder sowas ähnliches. Pet Shop Boys sind gut. Ja, habe ich mir gedacht und ich dachte so, Dragon Ball, das ist zu offensichtlich. Da dachte ich, ich überrasche mal die Zuschauer mit etwas anderem. Alles klar, du hast uns auf jeden Fall überrascht. So viel kann auf jeden Fall gesagt sein. Mal, bevor du die Überleitung machst, Ilias, ich muss auch in den richtigen Kampfspirit kommen, damit ich den Song singen kann. Aha. Und ich überlasse dir die Ehre, mache mir die Krillin-Kampfpunkte aus dem Kopf. Oh Gott, wirklich? Ja. Du kannst mir doch nicht so viel Druck jetzt auf einmal aufhalten. Also, 6. Oh, shit. Na gut, da ist ein roter, ist da drüben. Sind die wirklich rot? Bist du dir sicher? Scheiße, ey. Alles klar, dann nehmen wir den roten. Du bist ein verrücktes Huhn. Also. Oh,
Fuck. Fuck, oh. Er meint's ernst. Gregor, was, oh, ja. Was für Emotionen können wir erwarten, Gregor? Oh, ja. Was für Emotionen können wir erwarten? Fuck, er meint's ernst. Ich mein's ernst. Mein Power-Level. Ah. Es ist über 9000! 9000 Punkte, ja! Krillin, das ist deine Bühne? Ja, okay. Oh mein Gott, alles klar. Wir kommen nochmal ganz tief runter. Ganz tief Luft holen. Ein kräftiger Applaus für Krillin mit der Performance Dragon Ball Z. Du wirst unbesiegbar sein. Alter, schau mal da oben. Nein. Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist Gregor. Oh mein Gott. Du hast längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit. In dir lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Was wird noch geschehen, bis du das höchste Level schaffst? Wie viele Gegner rauben dir noch deine Kraft? Du hast keine Chance, wenn in dir nur der Zorn regiert. Es kommt nur drauf an, was in deinem Kopf passiert. Bleib dir selber treu, sei stark und hör auf dein Herz. Du hast alles in dir, glaube daran und vergiss den Schmerz. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein sesser Traum trägt dich hinauf in die höchsten Höhen. Du gibst nie auf, wir sind bei dir und deines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Klar, du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann. Wir sind bei dir und deines verleiht uns die Macht. Dragon Balls! Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein zesser Traum trägt dich hinauf in die höchsten Höhen. Du gibst nie auf, wir sind bei dir und deines verleiht uns die Macht. Dragon Balls! Wow! Komm zu mir, Gregor, komm zu mir. Wow. Da bin ich, hallo. Gregor. Oh Gott. Gregor. Ich zitter überall. Man muss dir einfach Respekt zollen, denn du machst keine halben Sachen. Wenn, dann gehst du all in bei so einer Sache und du bist gerade all in gegangen.
Ja, bis ich in den Fleischwolf gerate und kurz noch rauswinken kann. So ist es meist. Das ist richtig, aber so lange geht die Sendung heute gar nicht, dass wir das abwarten können. Wie hat es sich jetzt angefühlt? Du hast vorhin gesagt, du bist schon ein bisschen aufgeregt. Bist du wirklich noch aufgeregt bei sowas? Ja, es gibt wirklich sehr wenige Sachen, wo ich noch aufgeregt bin. Das legt man ja nach einiger Zeit ab bei den meisten Sachen. Aber egal, wie oft ich es mache, beim Singen, jedes Mal, vor allem, wenn es dann vor anderen Leuten ist, mit Publikum, weil sie gleich kennen das einige so, wenn du, oh ja, so ein bisschen singen, das geht, so ein bisschen Gitarre spielen, das geht auch. Oh, kannst du mir mal was vorsingen? Ja. Und dann wird das automatisch so. Deshalb, es macht immer Spaß, sich auch trotzdem nochmal herauszufordern, dieses Kitzeln nochmal rauszuholen. Ich bin nie 100% mit mir zufrieden, das könnte natürlich alles immer noch besser sein, aber der Spaß überwiegt natürlich. Der Spaß überwiegt, und hast du vielleicht Unsicherheit in den Tönen einfach durch Lautstärke ausgeglichen? Oder war das deine sichere, selbstbewusste Karaoke-Voice, die wir hier heute gehört haben? Nur wie bei SingStar, ne? Du machst einfach so laut, bis der Punkteständer nicht mehr mitkommt. Ne? Mhm. Und dann geht das schon. Ich muss sagen, dass das hier Timbre in der Stimme noch mal ein bisschen mehr wackeln können hier und da. Ne? Ja. Aber ich bin, alles in allem ist das schon in Ordnung gewesen. Es kommt ja eh nicht nochmal als VOD. Also, es war gut. Das stimmt. Denk dran zurück, es war gut. Grüße an den Kollegen Nerdy Timbre an der Stelle. Dankeschön, Gregor, du darfst wieder Platz nehmen. Du wirst unbesiegbar sein. Ob das wirklich so ist, das entscheidet natürlich ihr zu Hause. Ihr könnt gleich abstimmen. Aber vorher, wir haben heute viel Lobhudelei gehört. Jetzt wollen wir doch von den Kandidaten nochmal wissen, warum ihr zu Hause für sie abstimmen sollt. Wir haben alle Performances heute gesehen, wirklich alle Emotionen abgerufen, wie das so ist. Ilias, gib den Kandidaten doch mal die Chance, noch einmal für sich zu werben. Ich habe hier nochmal alle versammelt, alle haben hier performt, alle haben hier eine Performance dargeboten. Sie sind erschöpft, andere sind noch voll im Adrenalin. Ich will jetzt jeden Einzelnen nochmal die Chance geben, 30 Sekunden glaube ich insgesamt, jeder bekommt einmal das Mikrofon, denn das habt ihr alles nicht zum Spaß gemacht, denn die lieben Leute wollen Punkte, sie wollen eure Punkte haben, ihr könnt für die Menschen hier abstimmen und ihr die Punkte geben, die sie verdienen. Wenn ihr denn eine Performance besonders gut fandet, von Lisa zum Beispiel oder von Markus und von Wirt, dann stimmt ihr natürlich für diese Teilnehmer. Und warum ihr das tun solltet, das sagen sie euch am besten einfach selbst, angefangen mit natürlich Lisa. Hey Leute, ich habe jetzt dieses Mal ungefähr 5 bis 7 Mal, ich habe nicht genau mitgezählt, Refrigerator richtig gesagt. Ich finde, das verdient schon 1 oder 2 Votes von euch. Ruft am besten für mich an, ich würde mich sehr freuen. Hey, wir hätten auch gern ein paar Punkte von euch. Denn wir waren sehr, sehr leidenschaftlich, denn das Feuer der Leidenschaft brennt stark in uns. Nicht so viel Skill, aber viel Leidenschaft. Und wir haben gehört, die Gewinner müssen nochmal singen. Also wenn ihr wollt, dass wir nochmal singen, wählt für uns. Oh Gott, ja. Ich habe es ja nicht so mitgekriegt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn jemand für mich wählen würde. 1, 2 Personen, das wäre ganz nett. Es war ein Lied, was mir sehr viel bedeutet hat, und es hat sehr viel Angst in mir hervorgebracht, und ich bin froh, dass ich mich nicht für den Greenscreen-Outfit mich entschieden habe, sondern dazustehen und meine Stimme zu singen. Okay. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir einige Stimmen von euch bekommen, und warum wir das bekommen sollen, das sagt euch Marc Lehmann. Ja, es war doch eine spaßige Nummer, und vielleicht habt ihr Lust drauf, dass wir den nochmal singen. Aber ich verstehe es auch, wenn ihr die Stimme den anderen gebt. Den Move hat hier noch keiner gebracht. Jeder hier ist ein Sieger, und wenn ihr wen anderes besser fandet, kann ich es auch verstehen. Votet einfach für den, den ihr am besten fandet. Vielleicht ist es ja auch Gregor. Muss ich? Er ist natürlich ja. Ich würde euch einfach gerne noch einmal mit auf die Reise nehmen nach New York, San Francisco, Hawaii und hoffentlich dann auch ohne Turbulenzen im Playback. Er ist ein Profi. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Shit. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Wähl für Gregor. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, für diese wundervollen Menschen abzustimmen und sie zu belohnen für ihre Performance mit euren Punkten. Wie es weitergeht, wer weiß, keine Ahnung, feststeht, der Gewinner
das haben wir jetzt gerade so festgelegt, zumindest wird jetzt festgelegt, ich wusste davon tatsächlich noch gar nichts, dass der Gewinner am Ende noch einmal singt, ich bin dafür, finde ich gut. Und wer das tut, wer das macht, das entscheidet allein ihr. Lieber Ilias, das stand auch so im Rundown, dass der Sieger, aber es ist egal, ich habe den auch nicht wirklich gelesen, gar kein Problem, er prüft es nochmal nach. Ganz kurz zu den Modalitäten, also ihr könnt gleich voten auf rocketbeans.tv, einfach einloggen, dann das Tool bedienen und für euren Favoriten stimmen. Ich weiß gar nicht, wer mein Favorit wäre, doch, weiß ich eigentlich, sage ich natürlich nicht. Oder mit dem Ausrufezeichen MMS und dann eurem Favoriten. Und wie machen wir das bei den Duetten? Nehmen wir da beide Namen oder nur einen Namen? Wissen wir das schon, wie wir das machen? Denn wir haben ja zum Beispiel Ausrufezeichen MMS Wolfgang. MSS? Wir haben MMS für die Musik Mitsingsause für Gregor. Wir haben MMS Lisa, Katjana. Und wie machen wir es bei den Duetten? Machen wir Florentin und Marc als ein Wort? Und machen wir Markus und Wirt als ein Wort? Ich würde sagen, ja. Oder ist das für euch fair, liebe Duett? Also, nochmal Ausrufezeichen MMS für Wolfgang, MMS Gregor, MMS Katjana, MMS Lisa, MMS Markus und Wirt als ein Wort und MMS Marc und Florentin. Ja? Geil. Also, das sehen wir auch gleich. Ah, sehen wir es schon eingeblendet? Ja, das ist direkt neben dir. Ist das richtig so? Habe ich es falsch gesagt, Ilias? Ich glaube, nee, das ist alles richtig. Ja? Nee, Moment. Für Wirt ist aber MMS. Ja? Vitus. Vitus, okay. V-I-E-T-U-S. Und für Florentin und Marc ist Markentin. Ah. Ausrufezeichen MMS Markentin. Hui. Oh, da sehen wir auch schon eine... Kofferwörter, okay, alles klar. Dann... Uiuiuiui. Dann würde ich sagen, aber bevor ihr überhaupt wisst, wofür ihr da nochmal abstimmt, nochmal ein kurzer Reminder, denn die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Wahrscheinlich habt ihr das eh per Second Screen geguckt und bis jetzt noch irgendwie auf Netflix Gilmore Girls zu Ende geguckt. Gar kein Problem, den Schnelldurchlauf, den haben wir jetzt ready für euch. Ihr seht nochmal alle Performances am Stück, komprimiert. Here we go. Normalerweise kommt da immer der Kino-Plus-Teaser, aber das war nicht der Kino-Plus-Teaser. Wir gucken nochmal in den Schnelldurchlauf und zwar jetzt. Oh, wir brauchen doch noch ein bisschen Zeit, erfahre ich. Gar kein Problem. Ias, wie hat es dir denn gefallen? Das ist eine sehr gute Frage, Andreas. Mir hat es tatsächlich überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut gefallen. Überraschenderweise? Ja, ich sage ganz bewusst überraschenderweise, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und was mich erwartet. Ich habe die letzte Mitsingsause nicht gesehen. Ich wusste nur, weil ich Lisa schon kenne, dass Lisa eine Sängerin ist, die ihr Handwerk versteht und alle anderen waren für mich ein unbeschriebenes Blatt. Und was ich hier heute gesehen habe, liebe Freunde, das ist nicht nur Unterhaltung, das ist nicht nur Leidenschaft, das ist Kunst. Und das sehen wir nur hier auf Rocket Beans TV. And recreate a place of my own world. And I could be your favorite girl forever, perfectly together. Tell me, boy, now wouldn't that be sweet if I could be sweet? Christmas. Dick in the box. Hanukkah. Dick in the box. Kwanzaa. A dick in the box. Every single holiday, a dick in the box. Over at your parents' house, a dick in the box. Shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Am I a man? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet. Very manly Muppet. Am I a Muppet? Or am I a man? Am I a man? Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Dein Zesser-Traum trägt dich hinauf in die
So, das war der Rückblick. Alle 6 Performances nochmal zusammengefasst. Was wir hier heute erlebt haben an diesem Abend, haben wir schon oft genug besprochen. Deswegen an der Stelle kurz in die Werbung. Ihr könnt fleißig weiter abstimmen. Denkt dran, es ist kein Popularitätscontest. Hier geht es um knallhart die beste Performance. Geht nochmal in euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Werbung zum großen Finale. Und der Sieger performt nochmal. Ja, das stand doch schon seit Beginn der Sendung fest. Gar kein Ding. Bis gleich. Ciao. Okay, now we're gonna change the words to a little kerning, there and there, and here we go. Ja, wir machen jetzt eure Kaka wegmachen hier. Ist das annähernd zufriedenstellend? Nein. Was ist das? Nein? Kratz mal mit der Schaufel alles noch mal so ein bisschen zusammen. Die große Musik mit Sing Sause. Willkommen zurück zur großen Musik mit Sing Sause. Ihr hattet die Gelegenheit abzustimmen für euren Favoriten im Chat oder auf der Homepage. 6 Performances haben wir gesehen. Und in typischer RTL-Manier würde ich jetzt noch ewig rumseiern, bevor ich das Ergebnis verkünde. Nein, wir werfen einen Blick auf das finale Ergebnis und zwar
Yes, wie fandst du eigentlich die... Nein. Wir gucken drauf. Das Voting ist in dem Moment beendet. Oh, wir haben die Ergebnisse. Haben wir die Ergebnisse? Wir haben die Ergebnisse. Yes! Oh mein Gott. Der Wolfgang, der macht es! Wow. Mit einem Drittel der Stimmen, Wolfgang. Das heißt für dich im Umkehrschluss, du musst noch mal ran. Du musst uns noch mal entertainen. Nimm uns noch mal mit von Kauai nach Hawaii. Geht das vor die Kamera? Kommt ihr alle da? Ja, ich sage, ja, genau. Also, alle, gerne auch alle ins Green. Scheiß drauf, wir gehen alle noch mal rein. Feiern diesen Song ab. Ich war noch niemals in New York. Der Siegersong von Udo Jürgens. Performt von Wolfgang M. Schmidt. Bitteschön. Lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit. Ich werd inzwischen nachher. Er zog die Tür zu euch um hinaus. Neonhelle Treppen. Auf nach oder wachs und schließlich ein. Auf der Treppe machte er. Wenn das jetzt ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Rückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Euro-Schecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck. Oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wahr. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach. Niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim durchs Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Die Mitsingsause geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein. La 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 la
in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. La 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 la. Gute Show. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.